Ach ja, wir haben. Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür, dass du diese Monster bei Fort Strong ausradiert hast. Nun, hast du Dokumente für mich? Oder wolltest du vielleicht einer Forschungspatrouille beitreten? Ich habe technische Dokumente für dich. Hervorragend. Ich werde sie mir gleich ansehen. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das kommen wird. Durchsuche ich... Quinlan? Ah, Ritter. Hast du... Klar. Ich habe Zeit, dir bei einer... So ist es, Ritter. Mhm. Der Gelehrte, deine Mission? Ist es zu fassen, dass Synths Menschen durch exakte Duplikate ersetzen? Angeblich hat sich ältester Maxon die Narbe in seinem Gesicht bei einem Zweikampf gegen eine Todeskralle geholt. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Ich wusste, du schaffst es. Hier sind deine vereinbarten Kronkorken. Da draußen wollen noch einige Farmen besucht werden, wenn du interessiert bist. Mir ist klar, dass die Mission nicht sonderlich ruhmreich ist. Aber das ist Verhungern ja auch nicht. Ich schaue mir das Angebot mal an. Gerade sind ein paar erstklassige Waffen reingekommen. Wo sind die Waffen? Hier gar keine Waffen. Was machen wir jetzt? Wenn Raya ihren kleinen Zoo an. Ich hab. Ach so, ja, das hab ich schon geguckt. Öffentlichen Lagerwälder. Komplett vergessen. Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Bleibt alles so. Dann? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Kein Plündern. Hier gibt es keine Privatsphäre. Alles, was das mindestens ist meins. Gott sei Dank. Lass dich nicht von Maxons Alter täuschen. Er ist ein genialer Taktiker und ein erfahrener Soldat. Aufzeichnungen. Eintrag 142. Ich kann das Leben auf der Pridwin in 4 Worten zusammenfassen. Mir fehlen die Feldeinsätze. Versteht mich nicht falsch. Die Forschung, die wir durchführen, ist echt spannend. Aber das Leben auf dem Schiff ist ein Albtraum. Ich bin 18 Stunden am Tag in dieser Metallröhre gefangen. Bin mir nicht sicher, was schlimmer riecht. Die Soldaten oder die Maulwurfsratten? Und
was bei den Frontschweinen als Unterhaltung durchgeht, lässt Mutanten wie Professoren aussehen. Ich muss mal mit Bock reden. Kann doch nicht sein, dass Einsatzgelehrte unter solchen Bedingungen arbeiten müssen. Ein Sünd. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Du hast ja eine beeindruckende Sammlung. Dankeschön. Die meisten Leute wissen nicht zu schätzen, was ich hier Wichtiges zu erreichen versuche. Ich stehe kurz davor, herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radax. Hört sich kompliziert an. Eigentlich ist es recht einfach. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. What? Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen. Zumindest für einen kurzen Zeitraum. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Hatte eigentlich nicht vor, als Märtyrer für die Wissenschaft zu sterben. Du musst nichts tun, was du nicht sonst auch getan hättest. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Ja, da sammeln wir Blut. Naraya, hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja. Hier bitte. Machst du dich über mich lustig? Ich weiß nicht, was hast du jetzt? Nein. Tut Mist. In Ordnung. Ich weiß, es wird, sobald ich ein... Aha. Wir können also Blut sammeln. Aber immer was zu tun, ne? Gleich ein Blender und gleichzeitig noch Blut. Wie kann eine Maschine glauben, dass sie lebt? Das ist doch lächerlich. Nö. Eine Quellenteil lebt. Und der ist eine Maschine. Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Komm mir nicht so. Soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden? Bevor ich ins Commonwealth verfrachtet wurde, dachte ich, dass Ältester Lyons in ein paar Punkten durchaus recht hat. Bei der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt ging es darum, den Menschen zu helfen. Aber dieser Einsatz hat mir jetzt die Augen geöffnet. Auf dem Flug hierher sind wir an vielen Städten vorbeigeflogen, mit den höchsten Gebäuden, die ich je gesehen habe. Einige fast so hoch, wie die Pridwin geflogen ist. Und wer nutzt sie jetzt noch? Mutanten. Freaks. Als ich diese Zerstörung sah, mehrere Dutzend Millionen Tote, ermordet durch entfesselte Technologie, war mir alles so klar. Ältester Maxon hat recht. Das Ödland muss gereinigt werden. Und es liegt an uns, das zu tun. Na klar, wer sind sonst? Bruderschaft ist dann das Monopol im Ödland. Hat besten Waffen, beste Ausrüstung, beste Wissen. Keine Ahnung darauf da mithalten.
So, jetzt müssen wir gucken, wo fahren wir weiter. Könnten uns da eine Quest abholen. Die nächste Siedlung. Kann man nämlich ein Piper Battle leveln. Ja, Vault 88 wollte ich hinlatschen noch. Um mich das umzugucken noch. Da fliege ich schnell mal mit dem Wordibet hin. Ja, das ist eine gute Idee. Mit dem Wordibet zum Vault 88. Da kann man den mal ausprobieren. Schatz, was schaffst du? Geschafft. Ja, er hat mal auch einen guten Überblick. Sämtliches Personal, dessen jährliche medizinische Untersuchung noch aussteht, sollte unverzüglich bei Ritter Captain Kate einen Termin vereinbaren. Das wäre alles. Bin gesundheitlich in Ordnung. Dank dir hat die Bruderschaft genug nukleare Bewaffnung für alle Ewigkeit. Ich nehme an, dass du nach einem solchen Gefecht neue Vorräte brauchst. Melde mich für Arbeit nebenher. Gute Antwort. Klar. Ich habe von einem Wald... Bin dabei. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Aha. Die Farm ist auf der Karte. Zeig den... Bounty Cross. Hab ich auch noch entdeckt. Mache ich das mit der Bruderschaft und dann später komme ich nochmal so hinzu. Resten nochmal dann durchrasten. Effizienz. Delta-Sequenz initiiert. Durchführungsdauer 14 Minuten. System-Deltas auf 100%. Sekundäre Deltas auf Abruf. Rückmeldung der Kontrollsysteme durchgehend im normalen Bereich. Thank you.
muss mir die Myelok-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Ach, wir sind schon unten. Du inspirierst uns alle, Ritter. Mach uns stolz. Hab gehört, du hast einen neuen Auftrag. Ja, Forschungspatrouille. Ha, auf Einsatzgelehrte aufpassen. Toller Job. Besser als Wachdienst. Warum? Was hast du? Vorhut. Mach keine Witze. Nach der nächsten Rotation geht's los. Ich lass dich mal so vermuten. Okay, wo war der Gelehrte? Da gehen wir mal zum Gelehrten. Älter als 199 aus. Bereit? Wie lautet die Mission? Such- und Forschungspatrouille. Ich sammle Daten, du deckst mir den Rücken. Legen wir los. Verstanden. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Bitte nach dir. Na ja, holen wir mal das Maus. Ich lade schon mal vor. Danach machen wir was. Ja, drück. Da muss immer Poseidon. Ja, eigentlich. Poseidon, ah nee, da gab's gar nichts. Ja, man ist überhaupt gar nicht drinne. Nur vorbeigelatscht. Ja, dann gucken wir nach Forschungsdaten. Ja, da haben wir es gesäubert.
Sind wir schon fertig, oder? Achso, das ist schon fertig, krass. Ja, da gucke ich mir gerade nochmal um, wenn ich gerade hier bin. Gar nichts. Ich bin noch da. Mach sie alle platt! Ich doch lieber nachkampfen. Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Ja, Leute, komm mal her, ich bin. Aufgepasst. Hey, hier, damit du wach bleibst. Funktioniert bei mir immer. Was meinst du? Denk nur mal daran, was eine Gruppe Supermutanten mit Atomwaffen mit einer Stadt wie Diamond City hätte anstellen können. Oder auch nicht. Läuft zwischen uns alles gut? Kann mich im Moment kaum beschweren. Und das ist selten, da kannst du jeden fragen. Was meinst du? Schön zu sehen, dass es im Commonwealth noch Leute mit Verstand gibt. Das ist alles. Okay. Hey, sag ab, schieß los. Ist zwischen uns. Nun, ich muss sagen, mir gefällt, wie du dich da draußen schlägst. Es ist nicht immer einfach, im Commonwealth das Richtige zu tun. Aber irgendwie schaffst du es trotzdem. Das ist alles. Sicher. Okay, dann. Ja, die können wir nicht mal mitnehmen. Ah, das ist die Tür, die wir machen. Oh, der Keller hier. Ach ja, das war die Brandschadenmappe. Meister.
Okay. Ach, das hat Pavel nicht gefallen, wie ich den Tresor geöffnet habe. Ja, dann wieder zurück. Auf Tag war abgeschlossen. So. Was ist denn jetzt los? Bitte weiß ich mal ab, jetzt alles weg. Ah, eine. Die Feinde, die waren ja beim letzten Mal auch dort. Jetzt aber, oder? Gut, wegen den Feinden konnte ich nicht reisen, weil... Ja, ich bin der Kunde, der hier arbeitet. Achtung, Truppführer Delta auf der Brücke melden. Truppführer Delta auf die Brücke. Wer ist Delta? Mission beendet? Ja, Sir. Gut gemacht. Das hier ist für deine große Mühe. Wir werden bald wieder Gelehrte losschicken, also komm vorbei, wenn du uns helfen kannst. Ich werde wohl noch eine... Gut. Mhm. Du triffst... Die Patrouille ist... In Ordnung. Proctor Quinlan? Ich bin sehr gespannt, welche Daten unsere... Ich habe Sieht... Hier... Denkt... Durchsuch... Vielleicht solltest du mal ein paar Sachen wegwerfen. Nein. Verzweifle nicht, Schwester.